Der Kader. Müssen wir Spieler noch dazu kaufen? Ja, es ist ja nicht allen Mannschaften so gut gegangen wie euch bei der Austria. St. Veit zum Beispiel muss in die Qualifikation und das Spiel gegen Austria Klagenfurt hat dazu gedient, Selbstvertrauen zu tanken und festzustellen, sind wir überhaupt stark genug, um in dieser Qualifikation gegen den Dritten der zweiten Division zu bestehen. Der Sportverein St. Veit in den weißen Dressen von links nach rechts beginnend muss sicher Qualifikation spielen. Daher geht es für die St. Veiter nur mehr ums Prestige. Das gleiche gilt für Hypo Austria Klagenfurt hier im Angriff durch Ramadani. Oberacher ist abseits, dieser Treffer gilt nicht, es bleibt beim 0:0. Auf der anderen Seite Eichholzer von St. Veit, ein Lattenschuss. Eichholzer sehr antrittsschnell und vielseitig, ein Mann mit Zukunft. Austria Klagenfurt ist Favorit und ist spielerisch überlegen. Oberacker, Schoppitsch und es steht 1:0 in der 37. Minute für Austria Klagenfurt. Hier die Flanke von Oberacker und Walter Schoppitsch kämpft sich hier an den Ball durch. 1:0 für Austria Klagenfurt. Das ist der Pausenstand. Wir sind bereits in der zweiten Hälfte. Josef Hrstic überlässt hier den Ball Peter Hrstic. Ivica Sensen und 2:0 in der 48. Minute für die Klagenfurter. Und kurz darauf das 3:0. Hier haben wir die Entstehungsgeschichte. Sobiesiak, schlechter Pass für Singerl. St. Veit in dieser Phase sehr schwach. Ivica Sensen wird auf den Marsch geschickt für Peter Hrstic, Katznik und jetzt ist der Ball drinnen. 3:0 in der 49. Minute durch Peter Hrstic und zu diesem Zeitpunkt sehen die Klagenfurter wie die sicheren Sieger aus. Wiedreis für Sobiesiak, den Polen. Günther Wiedreis. 64. Minute, nur mehr 3:1. Immer noch scheint Klagenfurt das Spiel unter Kontrolle zu haben. Eichholzer hier für Richard Burger. Wir sind in der 68. Minute. Eine wunderschöne Flanke und ein herrliches Kopfballtor. Wieder von Günther Wiedreis. Es steht nur mehr 3:2 für Austria Klagenfurt. Und die St. Veiter wittern jetzt Lunte. Und sie greifen an, machen Druck. Von 2500 Zuschauern angefeiert. Das ist Wiedreis, der zweifache Torschütze. Die St. Veiter sind jetzt plötzlich wieder zurück im Spiel und machen jetzt Druck. Sobiesiak. Kurzeja, Eichholzer, er schießt und in der 71. Minute findet dieser Abpraller den Weg ins Tor. 3:3, eine große Überraschung, dass St. Veit aufgeholt hat. Klagenfurt kommt noch zu einem Stangenschuss vom Teamneuling Ewald Thürmer, aber das Match endet 3:3 und die St. Veiter müssten eigentlich Selbstvertrauen für die Qualifikation gesammelt haben. Ja, ich bin